Ja, hallo zusammen. Zur Abwechslung mal kein Reisevideo oder kein Video aus dem Kastenwagen, wie auch immer. Ich wollte heute einfach mal zeigen, wie denn bei uns die Musik entsteht. Und ja, einige von euch wissen vielleicht, die gesamte Musik auf dem Kanal bei uns, die mache ich selbst. Das heißt, wir haben nicht irgendeinen Anbieter, wo wir irgendwelche Lieder raussuchen und in den Videos verwenden, sondern alles, was ihr bei uns hört, wird von mir produziert, wie auch immer man es nennen möchte. Manchen Leuten gefällt es, manchen nicht, aber das ist halt mein Stil. Ich habe halt nicht die fröhlichsten Melodien meistens. Und ich gucke aber trotzdem, dass es halbwegs zu den Videos passt und zur Atmosphäre. Aber ja, das ist halt mein Stil. Und es sind halt unsere Videos. Und dann finde ich es irgendwie cooler, die Musik halt wirklich selbst zu machen. Und ja, das wollte ich halt heute einfach mal zeigen. Das haben eigentlich auch schon relativ häufig mal Leute gefragt, ob man das nicht mal irgendwo anhören kann, die Musik. Und ich habe es jetzt mal ja, hochgeladen. Man kann es jetzt überall streamen, keine Ahnung, auf Spotify, iTunes, Amazon Music und so weiter und weiß ich, wie sie alle heißen. Und außerdem, jetzt, wenn dieses Video gerade online kommt, könnt ihr die Lieder auch bei uns auf dem Kanal anhören. Da habe ich zumindest einige Lieder halt mal hochgeladen. Und zwar jetzt erstmal hauptsächlich diese Soundtrack-Sachen. Also klingt so ein bisschen nach Filmmusik, viel Orchester und so weiter und so fort. Und ja, wie sowas halt bei uns entsteht oder bei mir hier, das wollte ich halt heute mal grob zeigen. Ja, die ganzen Sachen, die ihr hier rumstehen seht, das Lustige ist, also alles, was ihr hört, kommt nicht von diesen ganzen Dingern hier. Sieht zwar schön aus, aber dafür benutze ich eigentlich gar nicht, sondern alles kommt wirklich komplett aus dem PC. Ne? Zum Beispiel jetzt dieser Synthesizer, den habe ich für die Musik noch nie verwendet. Das nutze ich halt quasi jetzt nur als Keyboard, um halt die Töne, zeige ich gleich mal, in dem Musikprogramm anzusteuern, aber die Töne kommen eigentlich nicht wirklich aus diesem Synthesizer. Ja, gut. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit diesem Lied an, was ihr gerade gehört habt, und erkläre einfach mal, also wie ich den Aufbau mache, wie komme ich auf die Ideen dann überhaupt, weil, also, da gibt es ein paar Sachen zu erzählen. Ich kann weder Noten lesen, noch habe ich jemals irgendwie so eine Musikschule von innen gesehen, obwohl ich habe Jana damals, als wir noch Teenies waren, von der Musikschule immer abgeholt, weil sie kann ja Geige spielen und Klavier, das heißt, da habe ich sie immer abgeholt, aber ich mache alles nach Gehör. Aber angefangen habe ich irgendwie mit 15 oder 16, habe ich meinen ersten Computer bekommen. Und seitdem habe ich halt wirklich Musik gemacht. Für viele Leute ist es halt keine Musik, weil normalerweise mache ich halt eher, naja, elektronische, harte Sachen. Zeige ich vielleicht nachher auch mal ein bisschen was, was ich sonst mache oder ich sag mal, vor allen Dingen früher viel gemacht habe. Na gut, jetzt soll heute erstmal um dieses eine Lied gehen und ich zeige euch jetzt mal, wie das denn so grob entsteht. Ja, wie gesagt, da ich ja auch keine Noten lesen kann und so weiter, kann ich mir nicht irgendwie schon vorher im Kopf denken, ja, komm, heute schreibe ich was in C-Dur, wie auch immer, sondern ich nehme irgendwelche Sounds und fange damit erstmal an. Also mal fange ich mit einem Schlagzeug, sage ich mal, an, mit den Drums, mal fange ich mit der Melodie an, mal mit der Geige, mal mit irgendwelchen Trompeten, wie auch immer. Immer unterschiedlich. Und dann ist halt wirklich Trial and Error. Ich gucke, was passt nicht. Und ja, und so habe ich halt damals dann dieses Lied angefangen. Das Lied fängt jetzt mit einem Kontrabasson an. Ich glaube, im Deutschen ist es ein Fagott, müsste es sein. Ne, hier sieht man jetzt die Noten. Ich habe mal meinen Mauszeiger hier gehighlightet, dieses runde weiße Etwas drumherum. Dann sieht er besser, wenn ich das erkläre. Und zwar seht ihr jetzt hier quasi die Melodie ist jetzt hier sozusagen, ich sag mal, eingemalt oder eingespielt. Ich kann es halt entweder einspielen, zum Beispiel jetzt hier. Na, und wenn ich natürlich jetzt leicht drücke, klingt es halt auch wesentlich sanfter. Na, je doller, desto lauter ist es halt auch und auch ganz anders gespielt. Und so baue ich dann halt die Melodien auf und meistens male ich es halt wirklich ein. Also ich nehme mit der Maus und male dann halt die Töne ein. Man sieht es jetzt halt quasi hier. Hier sieht man ja die Klaviatur von unten nach oben. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, sieht man, wie der Balken halt hier lang fährt. Und da, wo der Balken halt ist, dann hört man den Ton. Ja, und so male ich halt ein. So kann ich jetzt auch die Sachen, na, die Töne verschieben und so weiter und so fort, natürlich länger, lauter und so weiter. Und so fange ich dann halt an, die Melodien einzuspielen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Fagott, wie gesagt, nehme, das ist ja relativ lang gespielt, dann kann ich halt auch jetzt hier in diesem Plugin halt auch sagen, dass es kurz gespielt wird.
Und so baue ich dann halt die Melodien auf, ne? Zwischendurch mal lang gespielt, mal kurz, mal ein bisschen Vibrato und so weiter und so fort. Ja, so fing dann halt die Melodie halt an. Dann kam noch dieses Cello hinzu, was jetzt, glaube ich, eher, ja, man hört, sehr kurz gespielt wird und nicht halt lang gezogen sozusagen. Dann habe ich halt geguckt, was könnte dazu passen und ne, ich hatte halt sehr tiefe Noten, also müsste ich dann halt ein paar höhere Noten haben, damit es halt vernünftig klingt. Deswegen habe ich halt zwischendurch ein bisschen was Piano, was man hier gerade ein bisschen hört. Muss ich mal suchen, ob ich es jetzt gerade hier finde. Genau, das sind halt die ganzen einzelnen Spuren, die man jetzt hier sieht. Ganz kurz, ich drücke mal einmal Tab. Dann seht ihr jetzt hier meine gesamten Spuren, die ich halt in dem Lied habe. Das heißt, ne, das ganze Lied besteht halt aus Geigen, Kontrabasson, Violas und zweite Geige und so weiter und so fort und so weiter. Cellos, Oboe, Flöte. Wie gesagt, ich fange halt irgendwie an und baue halt immer weiter auf. Und dann ergibt sich halt irgendwann hoffentlich ein Lied. Und dann habe ich ja halt zum Beispiel jetzt später kommt halt ein Schlagzeug hinzu, das klingt dann halt so. Das müsste ich mal sehen, wo ich die Drum habe. Ja, und so habe ich dann halt irgendwann ein Schlagzeug hinzugefügt, also Bass Drum, Snare, Hi-Hats und so weiter. Also Bass Drum, Snare, wenn ich die halt auch leicht nur drücke, klingt es halt auch ganz anders, als wenn ich natürlich sehr laut oder fest schlage. Und wenn man das halt live einspielt, sage ich mal, dann klingt es natürlich wesentlich natürlicher, als immer eine gleiche Lautstärke zu haben, weil ein Schlagzeuger spielt ja halt auch eher in unterschiedlichen Lautstärken, damit es halt natürlicher klingt. Später kommt dann halt eine Hi-Hat und so weiter und so fort hinzu. Dann nehme ich noch elektronische Bass-Drums und Snares, die klingen dann so, die Bass-Drums zum Beispiel eher so. Ja, damit da halt noch ein bisschen mehr Schmackes hinterkommt, dann das gleiche mit der Snare. Und dann zusammen mit diesem originalen oder echten Schlagzeug sozusagen, ja, klingt dann halt so. Das heißt, es hat jetzt ein echtes Schlagzeug mit elektronischem Schlagzeug noch hinterlegt, damit es halt etwas fetter klingt in dem Sinne. Dann kommt natürlich noch, zeige ich jetzt hier mal, wenn man das sieht, müsste ich mal gerade gucken. Wie gesagt, ich arbeite ja normalerweise hier mit zwei Monitoren. Ich kann im Moment aber nur einen abfilmen. Deswegen muss ich jetzt gerade mal gucken, wie ich das hier hinbekomme. Ja, dann kommen halt, wenn man das halt alles hat, noch Effekte drauf. Zum Beispiel das Schlagzeug soll halt etwas dreckiger klingen sozusagen. Da kommen halt Verzerrer drauf und dann muss man es halt mit einem Equalizer hier ein bisschen was wieder bearbeiten. Bestimmte Frequenzen raus, rein und so weiter und so fort. Dann kommt natürlich noch irgendwelche ein Hall drauf. Genau, dann hört man jetzt halt hier die Melodie, ein bisschen das Klaviergeklimper, dann hört man schon leicht das Schlagzeug reinkommen. Das ist jetzt halt die Hi-Hats im Moment. Und dann kommt jetzt gleich die Snare. So, und dann geht es halt erstmal los in dem Sinne. Habe ich dann halt immer mehr Geigen hinzugefügt. Die spielen halt in unterschiedlichen Oktaven auch. Dann kommen halt noch irgendwelche zweite Geigen, die sind halt auch im Raum anders platziert. Haben halt vielleicht ein bisschen mehr Hall. Man hört also quasi, dass die Geigen im Raum sozusagen weiter hinten stehen und so weiter. Das kann man alles einstellen. Und je nachdem, wenn man das halt einzeln hört, klingt das vielleicht nicht so gut und echt. Wie gesagt, ich habe ja jetzt eh nicht so die Ahnung. Um das halt alles vernünftig einzustellen, aber ich denke mal, im Gesamtbild klingt es dann schon ganz ordentlich. Ja, genau, und dann je nachdem, wo wir ja auch sind, habe ich ja dann auch oft für unsere Trailer sozusagen immer ein extra Lied dafür gemacht, aber gut, ehrlich gesagt, habe ich kaum noch Zeit dafür, ist klar. Ich komme von der Arbeit, das ist dann irgendwie 17 Uhr, duschen, essen. Dann noch mit Lea beschäftigen, bis sie ins Bett geht, was jetzt mittlerweile so ungefähr um 8 Uhr ist. Ja, ne, dann ist halt immer noch Haushalt zu machen und überhaupt. Und je nachdem, wenn wir natürlich unterwegs waren, viele Videos schneiden, dann sieht das natürlich ein bisschen was schwierig aus mit Musik machen. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viele aktuelle Sachen. Aber ich habe mir ja über die Jahre so schon einen gewissen Pool aufgebaut und kann dann gucken, was passt zu welcher Szene oder. Wir waren in dem Land oder die Szene, wie gesagt, was kann ich davon dann nutzen?
Und wie gesagt, als ich das dann damals gemacht habe, das habe ich, glaube ich, damals entweder für Schweden oder für Norwegen gemacht. Ich wollte halt irgendwie, na, ich habe halt an die Landschaften gedacht, irgendwie Berge, Seen, wie auch immer, Fjorde, was auch immer, alles sieht fett aus. Und da wollte ich halt, dass die Musik halt auch ein etwas lauter ist, sozusagen. Und habe dann halt noch später hier einen Chor hinzugefügt. Ja, das ist dann halt der Chor alleine. Ich glaube, wenn man sich die einzelnen Instrumente anhört, dann klingt das, glaube ich, gar nicht so gut oder so. Ja, nicht so gut, ich weiß es nicht. Aber in Kombination mit allem zusammen, denke ich mal, kann man sich das dann wieder anhören. Ja, wie gesagt, ich komme ja aus der elektronischen Musik, deswegen muss ich natürlich auch trotzdem so ein paar Synthes einbauen, was man halt dann bei mir oft eher im Hintergrund hört. Jetzt, ne, zum Beispiel kam jetzt hier zum Ende hin halt noch so ein Lead-Synth hinzu. Ich spiele eigentlich nur ein paar einfache Töne, ganz easy. Aber da ja das Orchester schon die ganzen Melodien hat, wollte ich das dann halt ein bisschen was zurückhalten. Ja. Ich denke mal, in Kombination mit dem Rest ja, kann man sich das geben. Wie gesagt, gefällt nicht jedem, aber ehrlich gesagt finde ich, sollte es vor allen Dingen uns gefallen, weil wir machen halt die Videos natürlich auch für euch, aber halt auch natürlich vor allen Dingen für uns, weil, keine Ahnung, wir machen natürlich auch Fotos unterwegs. Und weil ich in 10 Jahren gucken wir uns alles nochmal schön an, aber dann ist es auch so ein Video irgendwie dann doch ganz cool. Und dann zusammen mit der Musik und so ist das, glaube ich, schon eine feine Sache. Ja. Ich würde sagen, das war dann erstmal so ein grober Einblick, wie das bei uns funktioniert. Und ich würde sagen, hört euch doch einfach mal die ganzen Lieder an, die ich jetzt irgendwie hochgeladen habe. Wie gesagt, ich glaube, das sind 13 Lieder, eher alle so ein bisschen Richtung Soundtrack, Filmmusik, wie auch immer. Ich habe da ja auch noch sonst irgendwie so, ich sag mal, Hip-Hop-mäßige Beats, natürlich immer ohne den Rap. Aber halt, könnten normale Beats sein, die werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal veröffentlichen, sage ich mal. Aber jetzt soll es halt erstmal nur diese Soundtrack sein. Alles klar? Dann, ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Okay, ich wollte es ja nicht übertreiben, deswegen zeige ich noch mal ein paar kurze Sekunden und das ist jetzt noch nicht mal ein schnelles Lied für meine Verhältnisse, aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht übertreiben. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.